hallo. Ich werde heute diesen Cashcore versuchen, in dieses Hinterrad einzubauen. Ich zeige euch, wie es mir dabei so geht, wie es vielleicht funktioniert und was man dann für Vorteile oder vielleicht auch Nachteile hat. Also, viel Spaß! Ganz wichtig zu wissen, ich habe den Cashcore ganz normal gekauft im Internet bei einem bekannten Online-Versender inklusive diesem Reifen hier. Da kommt das Ganze rein und es ist nicht werbefinanziert oder sonstiges. Also, wir haben hier den ersten Ring. Dann eine Beschreibung, Aufkleber, und noch zwei Ventile. Ganz wichtig anscheinend, please, before you try it your way, watch the video and try it our way. Ja, genau. Mit dabei sind spezielle Ventile, damit der Cashcore nicht die Öffnung von dem Ventil zudrückt. Der Cashcore selbst ist sehr, sehr breit. Auf jeden Fall. Kann man hier gut sehen. Und auch wirklich sehr hoch. Das Material ist insgesamt sehr fest. Also man kann es wirklich kaum eindrücken. Ein paar kleine Spuren. Schaut auf jeden Fall ganz stabil aus. Ich werde den Cashcore zuerst nur hinten einbauen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und meine Helferlein bei der ganzen Aktion sind einmal Spüli und insgesamt 4 Reifenheber, davon 2 aus Metall und 2 aus Plastik. So, dafür lassen wir erstmal die Luft ab. Das ist eigentlich immer ganz wichtig, wenn man dann einen neuen Reifen aufzieht und man hat hier auf der Seite irgendwelche Silikonreste drin, dann kann es sein, dass man den neuen Reifen einfach gar nicht dicht bekommt. Und fest ist es. Vorab habe ich hier einen feuchten Spüli-Lappen und versuche, das alles ein bisschen gut flutschiger zu machen. So. Wenn es gut flutscht, hat man weniger Arbeit. Kerben, Kerben, Kerben. Ich mache es jetzt mal so, dass die Kerbe hier in der Nähe von dem Ventil ist. Ich habe jetzt hier unten einen Hammer hingelegt, das ist in dieser Papierbeschreibung auch drin, damit man die Felge etwas besser festhält. Mal sehen, ob es was hilft. Weil es ist ja wirklich schon einmal extrem straff, die ganze Geschichte. Also wenn der mal droben ist, dann ist er droben. Dann sitzt das Ding echt. Oh. 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 Okay, ich fange an zu schwitzen. Also geht ganz einfach. Okay. Das ist ja der Wahnsinn. Also das ist richtig stramm. Und ja, ich habe die richtige Größe bestellt. Das ist kein 27,5er Cashcore. Okay. Ah, schaut doch schon besser aus. Okay. Am besten nochmal den Reifen schön mit Spüli feucht machen. Okay, ich glaube, das Schwierige wird es hier dann,
dass man den Wulst von dem Reifen in die Mitte von der Felge bekommt, weil sonst bekommt man ja den Reifen nicht auf die Felge. So, Rotationsrichtung beachten. Hat keine Rotationsrichtung. Na, dann setze ich jetzt mit den Reifen über den Cashcore drüber. Noch mehr Seifenwasser. Letzten Zentimeter. Okay. Gut. Die Felge ist im Cashcore. Reifen. Die Felge ist im Reifen mit dem Cashcore. So. Dann richten wir das Logo noch schön aus. Und dann geht es ja schon los. So, das Stück fehlt jetzt noch. Ah, ich hoffe, der Reifen überlebt es. So. Endspurt. Letzten Millimeter. Und das war erst eine Seite. Nochmal! Oh, drauf. Gut. Jetzt kommt noch die Dichtmilch rein. Schütteln nicht vergessen. So. Und ganz wichtig, auf dem Kopf abzapfen. Sonst sind die Kügelchen weg. Ich mache das Befüllen mit einer normalen Spritze. Wichtig, nicht zu viel Druck am Anfang, sonst verstopft natürlich die Spritze. So, jetzt kommt noch der letzte Punkt, natürlich das Lufteinpumpen. Dazu schließe ich ohne Ventil die Pumpe erstmal an den Ventilkopf an und ab geht's. Da alles ziemlich großflächig rauskommt, hilft eigentlich nur der Gang zur Tankstelle. Das mache ich dann morgen. Wie man sehen kann, habe ich es doch dann letzten Endes geschafft, den Reifen auf die Felge zu bekommen und auch noch Luft hineinzubringen. Das Problem war hier, dass der Reifen viel zu weit in der Mitte von der Felge gewesen ist und er leider durch das Luftreinpumpen nicht rausgesprungen ist. Also der Test draußen, der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Wie man sehen konnte, hat der Cashcore einiges abgehalten. Normalerweise wäre er wahrscheinlich ein Platten fällig gewesen. So, also das war's fürs Erste von meiner Seite von diesem Cashcore-Test. Ich bin gespannt, wie sich dieses System dann in der nächsten Saison so auf der Felge wirklich so verhält. Vor allem, wenn man dann in Bikeparks unterwegs ist, wo es viele Steine gibt. Mal schauen. Momentan bin ich eigentlich ganz guter Dinge, bis auf das Gewicht von 270 Gramm. Das ist natürlich eher nicht so schön, aber ich bin gespannt, wie sich so verhält. Also, das war's fürs Erste von meiner Seite. Macht's es gut und bis dann.